Patricia, ich muss unbedingt mit dir reden. Oh, hoffentlich geht alles gut. Ich bin schon so aufgeregt. Oh, ist eigentlich bei Gideon alles klar? Wie findest du, sehen meine Haare aus? Du siehst perfekt aus. Wie immer. Ach komm, das sagst du jetzt nur so. Nein, du bist wunderschön. Patricia, ich... Das ist meine... Unsere letzte Chance. Du weißt, dass ich in dich verliebt bin. Jan, lass das. Aber Gideon hat dich doch gar nicht verdient. Patricia, bitte. Nein, ich bin nicht. Aber ich kann nicht mehr mit ansehen, wie du einen Mann heiratest, der dich total verarscht. Und in der Nacht vor eurer Hochzeit noch eine andere poppt. So was würde Gideon nie tun, sein Schwachsinn. Nein. So wie es aussieht schon. Was? Wer sind Sie denn? Wir sind von der Kriminalpolizei. Er hat recht. Ihr Verlobter hat sie heute noch betrogen. Hey, auch Wochenenddienstkollege. Grauenhaft. Meine Freundin hat mir morgen auch wieder mit Trennung gedroht. Du hast eine Freundin? Ich dachte mal, du wärst... Alter. Okay, aber die Kollegin, die wird uns das Wochenende versüßen. Morgen. So wie du aussiehst, hast du Neuigkeiten. Ja, hab ich. An der Tatwaffe wurden weibliche DNA-Spuren gefunden. Und die waren nicht vom Opfer und auch nicht von den Mitarbeiterinnen. Das heißt, wir haben es mit einer Täterin zu tun. Anscheinend. Ja, Gerrit, ich bin's. Du, es gibt Neuigkeiten. Ja. Alles klar. Dank dir. Frau Greve, Sie müssen uns begleiten. Was ist? Wieso? An der Tatwaffe wurden weibliche DNA sichergestellt. Wir brauchen Sie jetzt für einen DNA-Abgleich. Kommen Sie. Sind Sie jetzt völlig verrückt? Frau Greve, wir gehen davon aus, dass Sie den Treutest in Auftrag gegeben haben. Aber es gehörte bestimmt nicht zum Auftrag von Frau Frank, mit Ihrem Bräutigam tatsächlich zu schlafen. Vielleicht haben Sie die beiden ja beobachtet. Und als Ihr Verlobter dann gegangen ist, sind Sie rein und haben Sie erstochen. Nein. Nein, das ist jetzt zu viel für mich, sorry. Glaub mir, wird schlecht. Patricia? Lass mich alle in Ruhe! Oh Gott, und sie ist vielleicht tot! Was habe ich nur gemacht? Sie? Warum Sie? Ich habe die Treuetesterin engagiert. Ich wollte Patricia beweisen, dass man Gideon nicht trauen kann. Ich liebe sie. Patricia hat von dem Ganzen keine Ahnung. Ach, Jungs, der Laborbericht. Die Verlobte ist raus. Die DNA stimmt nicht überein. Was denn, Gerrit? Ich glaube, wir haben irgendwas übersehen. Der Doc schreibt hier, dass das Opfer nichts gegessen hat, aber dafür ziemlich betrunken war. Ich trinke zwar selten Alkohol, aber wenn, dann kriege ich immer richtig Kohldampf. So auf Döner, Currywurst, Pizza. Pommes rot-weiß. Auch. Das ist es. Das ist es. Herr Russel, wo ist das Branchenbuch? Da habe ich es gesehen, Gott. Danke. Na bitte, lauter Restaurants. Sie wollte sich was zu essen bestellen. Mitten in der Nacht. Es gibt genügend Lieferservice, die 24 Stunden lang liefern. Gerrit, wir haben die Verbindungsdaten gecheckt. Die hat nicht mehr telefoniert. Hat sie ein anderes Telefon benutzt? Vielleicht das Handy von Lehmann? Am Tatort waren weder Pizzakartons noch andere Fastfood-Verpackungen. Tja, ein Versuch ist wert. Fangen wir ganz oben an. Ah, Michael, das ist Herr Ferro. Bitte nehmen Sie Platz. Das Opfer hat tatsächlich noch eine Pizza bestellt mit dem Handy des Bräutigams. Er war der Lieferant. Ja, mein Name ist Naseband, hallo. Um wie viel Uhr waren Sie denn in dem Friseursalon? Ja, das ist um 15:45 Uhr. Aber der Penner, der die Pizza bestellt hat, ist einfach abgehauen, als ich mit meiner Rolle ankam. Ich wollte eh schon zur Polizei gehen. Haben Sie die Person erkannt? Nee, der ist mit seinem Kombi abgerauscht, so ein Schwarzer. Aber das Kennzeichen konnte ich mir merken, zumindest zu halb. Aber so ein Arsch, echt. Ich bleibe auf dem Geld sitzen. Wie war denn das Kennzeichen? Also es war hier aus der Stadt, GF und was mit einer Firma anfangen. Ja, gut, vielen Dank. Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Okay, alles klar. Danke. Michael, ich habe den Fahrzeughalter ausfindig machen können. Kommt gerade aus dem Drucker. Oh, super. Und?
So ist es. Der Wagen ist zugelassen auf Carsten Frank, den noch Ehemann des Opfers. Dylan, leg mal vor. Hast du seine Nummer? Ach, ist doch schon alles erledigt. Mit dir kann man ja richtig arbeiten, Kollege. Tja, siehst du mal. Der Ehemann also. Er hatte doch sowieso gesagt, dass er nicht besonders gut auf seine Frau zu sprechen war. Die Ehe hat ja auch nicht gerade lang gedauert. Am 7.8.09 geheiratet und nicht mal ein Jahr später ausgezogen, oder? Hat er das gesagt? Krass, Kalf. Frau Maurer. Okay, ja. Ja, das sehen wir uns natürlich an. Bleiben Sie doch bitte vor Ort, bis wir dort eintreffen, ja? Ja, okay. Ja, wiederhören. Das war die Angestellte des Opfers. Sie kam gerade am Friseurladen vorbei. Das Polizeisiegel war aufgebrochen. Was? Ich fahr gleich mal hin. Ja, sag Bescheid, ja? Ja. Kann später weiterlesen. Wir müssen los. Ich kann noch nicht mal dazu, die Zeitung zu lesen. Manchmal hätte ich echt genau Zeit. So ein halbes Jahr Indonesien, Chile, Australien, keine Ahnung, irgendwie so. Das ist doch schick. Dann fang schon mal an, Lotto zu spielen. Ja, keine schlechte Idee. Mal gucken, welche Zahlen am Samstag gezogen wurden. Hier. 7, 8, 9, 12, 24, 28. 7, 8, 9. Wie zieht denn so eine Zahl? Also ich hätte wahrscheinlich gerade mal die 28 getippt. Ja, weil ich am 28. Geburtstag habe. Das wäre es aber dann auch schon gewesen. Ich meine, 7, 8, 9. Mhm. 7, 8, 9. Ihr Hochzeitsdatum. Na klar, 7.8.09. 12, 24, 28. 12, 24. Könnte der 24.12. sein, Weihnachten. Ihr Geburtstag. Okay, ja. Fehlt noch die 28. Sie war 28 Jahre alt. Na klar. Ja, Nadja Franke war 28 Jahre alt. Also wenn sie wirklich diese Zahlen getippt hätte, hätte sie 1.167.980,40 € gewonnen. Und somit wäre keine Friseurin, sondern eine Millionärin umgebracht worden. Hallo. Das, schauen Sie sich das an. Danke, dass Sie uns angerufen haben. Haben Sie schon nachgesehen, ob was fehlt? Nein. Also ich habe auch nichts angefasst. Und wenn Sie mal hinten im Büro schauen, da schaut es genauso aus. Einen Großspuren kann ich keiner erkennen. Ja, aber was gibt's hier auch großartig zu holen? Naja, wir haben da so eine Idee. Wissen Sie, ob Ihre Chefin Lotto gespielt hat? Ja, also seit Jahren schon. Jede Woche. Und wieso? Hat sie bestimmte Zahlen getippt? Ja, es waren immer die gleichen. Es war das Geburtsdatum und ihr Hochzeitstag. Ein Zeuge hat letzte Nacht ihr Fahrzeug zur Tatzeit am Tatort gesehen. Das kann nicht sein. Das habe ich Ihnen gestern schon mal erklärt. Zur Tatzeit habe ich auf der Couch gelegen. Das kann Ihnen meine Freundin bestätigen. Jeanette. Ja, es ist wirklich so. Klaus ist am Samstagabend schon während der Nachrichten eingeschlafen. Sehen Sie, da muss sich Ihr Zeuge vertan haben. Was soll ich mitten in der Nacht bei einer Frau, mit der ich seit Monaten nicht mehr zusammen bin? Ich bin mir sicher, der Täter wusste von Ihrer Lottoleidenschaft und welche Zahlen sie getippt hat. Die Tatzeit würde auch passen. Die Zahlen wurden am Samstag gezogen. Na klar. Und als ihm klar war, dass der Lottoschein über 1 Million € wert ist, da hat er sie aufgesucht und den Schein eingefordert. Und deswegen musste sie sterben. Frau Maurer, wer außer Ihnen wusste sonst noch, welche Zahlen Ihre Chefin gespielt hat? Also nur ich und, ja, Ihr Ex. Okay, ich danke dir. Ja, tschüss. Frau Schröder, Sie waren's, richtig? Sie haben Frau Franke erstochen. Das ist völlig absurd. Wie kommen Sie denn darauf? Wir haben die Tatwaffe. Und daran wurden weibliche DNA-Spuren festgestellt. Wir brauchen also nur einen Abgleich machen. Zuerst soll ich es gewesen sein als Täter, dann soll es auf einmal Jeanette sein. Das ist doch totaler Unsinn. Wir wissen von dem Lottoschein. Was für ein Lottoschein?
Ach, Herr Frank, jetzt hören Sie doch auf. Sie sind nicht während der Nachrichten eingeschlafen. Ganz im Gegenteil. Als die Lotteriezahlen verlesen wurden, da waren Sie auf einmal hellwach. Das waren nämlich genau die Zahlen, die Ihre Frau jede Woche getippt hat. Sie wollten ganz schnell an das große Geld kommen. Und dafür brauchten Sie diesen Schein. Also haben Sie gemeinsam Frau Franke aufgelauert. Ich nehme Sie vorläufig fest. Sie werden dem Haftrichter vorgeführt. Jungs, bringt ihr die beiden bitte ins Gewahrsam.